Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ist ja gut jetzt, Eriko. Eriko hat letzte Folge ein bisschen was Komisches erzählt, aber das interessiert uns gerade nicht. Denn wir haben dafür gesorgt, dass das Baden-Festival, nein, das Fest zur Verbrennung von König Olaf, mag unter meiner Würde sein, aber der Lohn ist... Dass die einem immer hinterherrennen müssen und einem vollquatschen müssen, so wie so ein ganz nerviger Typ, der dir unbedingt zum Flugzettel andrehen will, so. Hey, willst du einen Flugzettel haben? Hier, hier. Nein, komm, nimm doch mit. Nein, lass mich in Ruhe. So, wir gehen wieder rein. Vielleicht ist da ein bisschen mehr Ruhe. Also, wir reden mit Jorn. Das Fest zur Verbrennung von Olaf Einauge und König Olaf. So ist es, glaube ich. Darf stattfinden. Elisif hat sogar zusätzliche Kohle versprochen. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir einmal mit Jorn sprechen. Da vorne ist er. In Morrowind gab es eine gewaltige Explosion. Ah, der Nachwuchsbarde. Ja. Hat Viarmo euch gesandt? Genau. Das Fest ist gerettet. Ich werde allen Bescheid sagen, dass wir soweit sind. Aber das Fest beginnt erst bei Einbruch der Dämmerung. Kommt heute Abend zu mir. Wir werden dann mit der Feier beginnen. Halte dich nach Sonnenuntergang mit Jörn. Ich würde sagen, wir können noch nicht mitnehmen. Das heißt, wir stehlen noch. Wir haben 8 Uhr morgens. Was machen wir denn dann, bis das Fest beginnt? Einfach schlafen oder... Denke schon. Werden, glaube ich, einfach schlafen. Ja. Dann gehen wir mal... Oh, falsche Richtung. Dann gehen wir mal nebenan zu uns nach Hause. War es jetzt gut Stolzspitze? Ich habe letzte Folge doch gefragt, ob das gut Stolzspitze ist. Ja. Ist gut Stolzspitze. Hatte ich mich doch nicht vertan letzte Mal. Gut, wann wird wohl die Nacht anfangen? Um 18 Uhr, oder? 10 Stunden reichen dann, beziehungsweise wenn wir jetzt gleich oben sind. Guck mal, sind sogar nur noch 9. Dann haben wir einfach mal eine längere Zeit. Mal ein bisschen schön geschlafen. Immer diese Sprachnachrichten. Hab mal gesehen, mein Handy war die ganze Zeit am Blinken, dieses blaue. Also nicht wie wenn jetzt gerade eine Nachricht reinkommt, sondern wenn man... Dieses Pochen, wo man dann sieht, ey, du hast eine Nachricht, eine Benachrichtigung oder im Handy. Guckst du dir doch mal an. Guckt man die sich an und dann steht da Sprachnachricht. Ich bin kein Fan davon. Weil sich alle Finger gebrochen hat. Hey, wollt ihr Fang spielen? Klar. Ich dachte, 5, 4, 3, 2, 1, los. Und jetzt? Lass dich nicht erwischen. Ich denke, ich bin nicht dran. Er ist dran. Kann ich den anschreien? Warte mal. Meine Ohren. Entspann dich. Okay, das hilft nicht. Bitte, hört mich an. Die laufen weg von mir. Fangen funktioniert anders. Du bist dran, du musst mich fangen. Ich kann ihn nicht zurückbringen. Hä? Na. Jetzt fängt er mich also. Ganz schön hinterlistig. Erst vor mir wegrennen und so zu tun, als ob ich dran wäre mit Fangen. Und dann rennt er auf einmal volles Pfund auf mich zu. Ich muss mich um viele Dinge kümmern. Was braucht ihr? Ich bräuchte... Abgeschlossen. Okay. Es war mir immer eine Ehre, im Blauen Palast aufzutreten. Ich wette, mein Papa könnte euch verprügeln. What the fuck? Ja, wird schon so sein. Bis dann. Papa sagt, dass ich Rockwehr nie mehr wiedersehen werde. Aber er wollte mir nicht verraten, warum. Weird. Also ich habe abgeschlossen. Ich bin lang genug vor dem Jungen weggelaufen. Damit habe ich die Quest abgeschlossen. Fühlt sich gut an. Machen wir weiter. Also hier
müsste doch jetzt so langsam das Fest beginnen, oder? Oder? Jörn? Ah, der Nachwuchsbarde. Ich werde allen Bescheid sagen. Kommt heute Abend zu mir. Wir werden dann mit der Feier beginnen. Hat immer noch nicht geklappt? Vielleicht 19 Uhr? Ah, der Nachwuchs. Ich werde allen Bescheid sagen, dass wir soweit sind. Aber das Fest beginnt erst bei Einbruch der Dämmerung. Kommt heute Abend zu mir. Wir werden dann mit der Feier beginnen. Und nun? Ist nicht Dämmerung? Gehen wir mal raus. Dekan Inge sagt, ein Barde kann niemals genug Übung bekommen. Also, möchtet ihr ein Lied hören? Warum nicht? Ja? Ja, wie? Leg los. Was kann ich für euch tun? Lied. Geht nix. Ach, okay. Unterhalte dich nach Sonnenuntergang mit Jorn. Jetzt ist 8. Reicht 8 vielleicht? Ist 8 vielleicht die Schwelle? Dies gilt zu überschreiten, damit... Ah, der Nachwuchs... Sieht so aus. Hat Viarmo euch gesandt? Ja. Großartig. Offenbar werdet ihr bald zu uns gehören. Wir versammeln uns draußen vor der Akademie für die Verbrennung von König Olaf. Ohne der Verbrennung von König Olaf bei. Dann gehen wir doch mal raus. Mal gucken, was die Baden-Akademie so mit sich bringt. Ich glaube, das ist das Weiteste, wo wir jetzt gerade sind, was ich jemals zur Baden-Akademie erledigt habe. Mehr nicht. Willkommen in Einsamkeit, die Heimat der Künste hier in Himmelsrand. Wo ist... Da unten. Warte mal, ich will erst gucken. Ihr könnt euch ruhig ein paar Süßigkeiten nehmen. Ich habe sie schließlich für das Fest gemacht. Hey, es gibt keine Süßigkeiten mehr. Irgendwer hat alle aufgefressen. Wird's Wein für den zwinkernden Geber? Heute nur eine Flasche für mich. Ich will sie vielleicht Vivienne schenken. Natürlich, Sorix. Willkommen, ihr Leute von Einsamkeit. Wir von der Bardenakademie freuen uns, hier die Verbrennung von König Olaf zu feiern. Das Fest wäre... ohne den Einsatz und die harte Arbeit unseres potenziellen neuen Mitglieds nicht möglich gewesen. Ja. Danke. Danke. Mit dem Anzünden des Bildnisses wird er ein vollwertiges Mitglied der Bardenakademie. Bitte heißt unseren jüngsten Barden willkommen. Da klatschen nur die Hälfte. Ich glaube, sie mögen euch. Ich glaube nicht. Ja, Glückwunsch. Ihr seid jetzt ein vollwertiges Mitglied der Bardenakademie. Okay. Wegen eures abenteuerlustigen Wesens haben mehrere Professoren der Akademie ein paar Aufgaben für euch. Noch dazu hat Elise verfügt, dass die Verbrennung von König Olaf jetzt wöchentlich stattfinden soll. Und schließlich ist da auch die finanzielle Unterstützung, die ich euch auf Elisivs Wunsch hin zahlen soll. Oh. Oh. Kriege ich jetzt eine neue... Das ist der beste Würzwein, den ich je hatte. Okay. Ich dachte, das Fest würde dieses Jahr nicht stattfinden. Ich dachte, das Fest würde dieses Jahr nicht Danke, stattfinden. Danke, dass ihr Elisef überredet habt, die Feier wieder zu gestatten. Verbrennt den König! Verbrennt den König! Alter! Ich hörte, wir verdanken das hier euch. Vielen Dank. Ey, das ist Una! Es ist schön, mal nicht putzen zu müssen. Ja, okay. Ich glaube, Sanguine würde diese Feier gefallen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt das Fest gerettet.
Wessen Hals meint ihr? Ich habe eure Flöte gefunden. Was? Jetzt könnt ihr erzählen, dass ihr die talentierteste Bardin von ganz Himmelsrand kennt. Wessen Hals meint ihr? Was? Vergesst meinen Namen nicht. Er wird eines es Tages ist in aller Verdienst, Munde sein. Dass unser Fest doch noch stattfindet. Ich verstehe es nicht. Okay, ich würde mal sagen, wir sprechen, gucken, wir sprechen nicht mit den Leuten beim Held. Fest. Vielleicht da noch mit Jorn. Okay, Jorn auch nicht. Holt euch eure Fleischpastete, eigens für dieses Fest angefertigt. Echt? Fleischpastete? Hier gibt es Wirtswein. Der erste Becher geht auf die Akademie. Ihr habt kostenlose Fleischpastete gesagt? Ich sagte kostenlose Fleischpastete. Und zwar genau ein. Pasteten. Hier, bitte. Apfelkuchen? Das ist ein Apfelkuchen. Süßigkeiten. Holt euch eure Süßigkeiten für das König Olaf. Jan ist der Beste von denen. Ihr solltet ihn ihr mal singen. Ihr könnt euch ruhig ein paar Süßigkeiten nehmen. Ich habe sie schließlich für das Fest gemacht. Ist nichts. Ja. Ich will mehr Süßigkeiten. Nämlich jetzt hier im Würzwein. Fleischpastete. Ihr braucht kostenlos zum Polieren und dann. Er hat nicht so gut funktioniert. Wollt ihr über meinen Bruder reden? Glaubt ihr, seine Hinrichtung war gerechtfertigt? Nein. Nein. Ich muss sicherstellen, dass es Svari gut geht. Das ist gut. Ich verziehe mich. Mir ist das hier zu laut. Das muss ja ein schöner erster Eindruck gewesen sein. Irgendwie verstehe ich das König Olaf Fest nicht so ganz. Die verbrennen den kurz, gucken sich das an und dann war es das. Und der brennt ja auch nicht lange. Habt ihr euch die Puppe mal angeguckt? Wie lange soll der denn brennen? Der brennt doch höchstens von dem Punkt, wo er da oben so ist. Schlafen wir bis nächsten Morgen. Wo er da oben so hängt. Schön im Zug. Ne? Von unten kann alles viel. Ne? Nichts irgendwie abgedeckt oder zugedeckt oder wie auch immer. Von allen Seiten, also luftziehend. Stunden, ist da nichts mehr von über. Und der Holzpöller, an dem der befestigt ist, der brennt ja mit ab. Ja, mal gucken, was jetzt mit dem passiert ist. So, gefrühstückt haben wir. Wir können jetzt wieder rüber zur Badenakademie. Mal gucken, ob die immer noch ihr Baden festschmeißen. Oder ob die fertig sind. Okay, die sind fertig. Das ist gut. Gucken wir mal eben kurz nach. Das macht keinen Sinn. Okay. Mögen die? Ich möchte nur meinen Abschluss machen und mich dann bei der Armee verpflichten. Meine Trommeln werden unsere Truppen zum Sieg führen. Mal schauen. Wieso auch nicht? Zugegeben, wir singen Lieder über Könige, Königinnen und ihre Politik. Aber wisst ihr, wer wirklich Geschichte schreibt? Derjenige, der sie zu Papier bringt. Entschuldigung. Okay. Du bist Ataf. Der jüngste Barde an der Bardenakademie. Zu euren Diensten. Wenn ich etwas für euch tun kann, mache ich das gerne. Er ist sehr talentiert. Er kann spielen. Und Flöte spielen. Viarmo ist viel zu sehr auf Präzision bedacht. Wo ist Viarmo? Was ist mit Instinkt? Hm? Was ist mit Leidenschaft? Wo ist Viarmo? Haben wir irgendwen, mit dem wir hier sprechen können? Dürfen wir jetzt hier Sachen mitnehmen? Oh. Wir dürfen ein paar Sachen mitnehmen, das ist gut. Aber... Wie machen sich eure Schüler? Passabel. Aya ist meine beste Schülerin. Niemand kann ihr das Wasser reichen. Das gilt ganz besonders für diese erbärmliche Ildi. Zieht keine Schüler den anderen vor, Lady Ateya. Darunter leidet die ganze Klasse. Ja, Direktor. So. Diese Vollidiotin. Ich sollte ihr den Hals umdrehen. Wessen Hals meint ihr? Larina, meine Schülerin, dieser Dummkopf, hat mir meine Flöte gestohlen und sie an einen Totenbeschwörer verkauft. Ich habe gerade den Erpresserbrief erhalten. Diese Flöte ist schon seit 17 Generationen in Familienbesitz. Jetzt steht doch nicht einfach hier rum. Holt mir meine Flöte zurück. Hab ich schon. Larina hat ihm wohl erzählt, dass man mit der Flöte die Toten tanzen lassen kann. Es ist nur eine Flöte. Eine sehr alte und wertvolle Flöte. Aber trotzdem nur eine Flöte. Nur meinem Urteil.
Das ist sie. Wunderbar. Ich wusste, auf euch ist Verlass. Gut, dass wir... Leider habe ich kein Geld, aber ich kann euch ein paar Kniffe zeigen, die ich gelernt habe, als ich für die Zauberer von Winterfeste spielte. Jetzt könnt ihr erzählen, dass ihr die talentierteste Bardin von ganz Himmelsrand kennt. Perfekt. Wir haben hiermit die Möglichkeit freigeschaltet, die Atronarchenschmiede zu bedienen. Beschwörung 90. Unglaublich. Unglaublich, aber wahr. So, Viamo. Warte mal, ich spreche nochmal mit ihr. Es war mir immer eine Ehre, im Blauen Palast aufzutreten. Der verblichene Fürst war einer meiner größten Verehrer. Ist das klar? Im Moment wüsste ich nicht, wie euer Rat das. Ich gucke gleich bei Viamo. Es ist erstmal. Oh, Essen! Das überlasst nur meinem Urteil. Und nun geht wieder üben. Oh. Sehr schön. Also erstmal müssen wir das Essen einsammeln. Das ist wichtiger als alles andere. Ihr habt die Küche der Bardenakademie entdeckt. Herzlichen Glückwunsch. Die Mahlzeiten für die Barden werden zu den üblichen Zeiten serviert. Sucht euch eine Taverne, wenn ihr Sonderwünsche habt. Wahrscheinlich sehe hier alles, was ich brauche. Hälfte ist die... Die eine fällt runter. Das ist nicht gut. Muss man nur ein bisschen abklopfen, dann kann man die noch essen. Nein. Nein. Okay, okay. Nettowein, ich dachte gerade leere Weinflasche. Aber da hätte ich mich wohl verlesen. So, Knoblauch auch eingesammelt. Ihr seht ein bisschen robuster als die meisten dieser Pappnasen hier aus. Ja. Und du bist? Hallo, ja bitte? Ich bin der Dekan für Geschichte. Und Schreiber, wenn ich die Zeit dazu finde. Sie haben es gefunden. Sie haben es tatsächlich gefunden. Was denn? Rions Trommel. Niemand wusste, wo er starb. Folglich wusste auch niemand, wo seine Trommel sein könnte. Haldir war das fehlende Glied. Rion muss sich insgeheim Zutritt zu Haldirs Grab verschafft haben und ist dort vermutlich gestorben. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der die Trommel für mich holt. Moment. Ihr könntet das doch tun. Warum nicht? Aber wer ist Rion und warum wollt ihr seine Trommel haben? Ihr scherzt, oder? Rion? Der berühmteste Kampftrommler der zweiten Ära? Nun, zumindest in Bardenkreisen berühmt. Diese Trommel kam in einem halben Dutzend berühmter Schlachten zum Einsatz. Sie ist ein Artefakt von unschätzbarem Wert. Okay. Rion war ständig auf der Suche nach neuen Geschichten. Wie es scheint, schrieb er vor seinem Verschwinden eine Ballade über Haldir. Das war der fehlende Hinweis. Redekunst verbessern? Ich habe ein Level abgemacht und kann Sachen verbessern. Redekunst ist tatsächlich ziemlich schwer und auch schon sehr hoch. Deswegen würde ich sagen, ich verbessere einfach mal Redekunst. Dann dürfte ich einen ganzen weiten Vorsprung in meinem aktuellen Level bekommen. Nun, dann seid ihr am rechten Ort. Das freut mich. Wie viel Geld habe ich? Nicht genug, um alle Male... Kann ich nicht weiter ausbilden, aber man kann nur bis 90. Ich sollte mich wohl wieder meinen Papieren zuwenden. Okay. Ist in etwa einer Woche. Ich erwarte morgen euren Vortrag zu hören, ist das klar? Oh, danke. Ich habe an einem eigenen Stück gearbeitet. Ich hoffe, es kann mit den Klassikern mithalten. Das überlasst nur meinem Urteil. Und nun geht wieder üben. Das ist aber einer streng. Gehen wir mal nach oben. So, hier ist der Typ, der die Trommel haben will. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Die ganz oben? Es war mir immer eine Ehre, im Blauen Palast aufzutreten. Der verblichene Fürst war einer meiner größten Verehrer. Oh. Ah. Ich dachte, dass hier vielleicht was liegt. Dem ist aber nicht so. Okay. Blöden Trommeln und so weiter und so fort. Das macht die Putzfrau weg. Oder der Putzmann, wer auch immer hier putzen ist. Bei Nepos waren ja fast nur Putzmänner unterwegs. Ach, hier. Oh.
Ich bin so froh, dass ihr von Olafs Grabstätte heil zurückgekehrt sagt, seid. Nur ihre eigene Stimme sei eure besser Aufgabe als meine. War schwieriger als meine. Sie tut mir Unrecht. Ich bin Dekan für Lautenspiel an der Bardenakademie und nein, ich gebe keinen Privatunterricht. Es macht mich immer traurig, wenn ich darüber nachdenke. Warum? Oh, tut mir leid. Manchmal schweifen meine Gedanken ab. Ich hatte nur gerade an Finns Laute gedacht. Alter. Vor über einem Jahr sind Diebe in die Akademie eingebrochen und haben sich mit zahlreichen wertvollen Dingen davongemacht. Vor allem Gold und Silber. Aber unter den gestohlenen Gegenständen war auch Finns Laute. Wir haben eben erst erfahren, wohin die Räuber geflohen sind, und ich hätte diese Laute wirklich gern zurück. Warum ist die so wichtig? Finn war der Barde, der die heute übliche Laute mit 8 Chören erfunden hat. Bevor er eine Möglichkeit fand, zusätzliche Chöre unterzubringen, besaßen die Barden nur Lauten mit 6 Chören. Das gestohlene Instrument ist Finns ursprüngliche 8-chörige Laute. Ich bezweifle, dass die Diebe ihren wahren Wert überhaupt ermessen können. Ich hab die. Was? Wirklich? Oh, ihr guten Götter, tatsächlich. Ich kann euch nicht annähernd bezahlen, was diese Laute wert ist. Aber ich kann euch einige Tricks zeigen, die ich im Laufe der Jahre gelernt habe. Cool. Und wenn ich jetzt wieder hier drauf drücke? Was? Wirklich? Oh, ihr guten Götter, tatsächlich. Ich kann euch nicht annähernd bezahlen, was diese Laute wert. Sehr gut. Nun seht euch. Habe ich Finns Laute nicht mit? Oder wieso kann ich da ständig drauf drücken? Daran, es ist eure Aufgabe, diese Lieder herüberzubringen. Das Publikum. Okay, also wir müssen noch Trommeln finden. Und dann können wir wahrscheinlich mit Viamo reden. Ich würde mal sagen, ich gucke zuerst mal, dass ich die Trommeln jetzt besorge. Vielleicht sind die ja in der Nähe von Riften, da könnte Finns Laute sein. Wenn ich sie nicht gerade abgegeben habe. So, finde Finns Laute. Ah! Ich hab die nicht mit. Ihr könnt euch gerne etwas wünschen. Ich wünsche mir, dass der Regen aufhört. Gebt eurem Wahnsinn. In unruhigen Zeiten gibt es nichts Besseres als ein schönes Lied, um die Stimmung zu heben. Da hat Lisette. Hat da definitiv recht. So, wir müssen eine Trommel finden. Warte mal, erstmal entfernen wir den Marker. Ist die Trommel auch schon, oder wie? Wind? Ah, hier. So, in Haldirs Grab findet man die Trommel. Wo ist Finns Laute? Kann ich ihn hier auf der Karte anzeigen lassen. Wo auch immer Finns Laute ist. Ich würde sagen, ich habe die irgendwo verstaut. Ich Idiot. Sehr wahrscheinlich. Okay. Dann gehen wir erstmal runter nach Falkenring. Und besorgen uns die Trommeln. Kann ich auf dem Rückweg von Falkenring einmal bei Riften halten. Und dort dann schauen, ob wir dort die Trommel verstaut haben. Ist sie immer noch wegen der Hochzeit geschmückt? Ja, ne? Mein Kaffee ist ultra heiß. Ich muss den mal vom Stöfchen runternehmen. Das Stöfchen eben aus dem... Shit. Moment. Alter, ist der heiß. Oh, Gunnar. Komm her. Jetzt kann er wieder da drauf. Ich den gleich leer trinken. Je weniger Kaffee das wird, umso heißer wird er einfach. Ich krank. So. Einmal nach Falkring, bitte. Ich kann euch zu jeder... Wohin soll's gehen? Falkenring. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg.
Dankeschön. Die Sonne fühlt sich gut an, hä? Ja. Ich vermisse die auch ein bisschen. Es hat immer so viel geregnet. Ist bei euch auch überschwemmt gewesen? Gestern, beziehungsweise vorgestern, ist einfach ein Einsatz mit 40 Feuerwehrfahrzeugen gewesen. Vorbereitung zu treffen, damit die Lippe nicht überläuft. An so einer gewissen Stelle. Ich weiß zwar nicht, was die gemacht haben, ob die da Sandsäcke... Wahrscheinlich Sandsäcke, ne? Macht das Sinn? Sandsäcke? Doch, ne? Die stapeln immer noch. Ich habe gerade das Feuer angefacht. Setzt euch und wärmt euch auf. Bei Schorsgebeinen. Willkommen im Todmannstrunk. Natürlich, für heute gehört das... Jedenfalls haben die, ich habe es nicht genau gelesen, man hat es mir nur erzählt und ich habe nicht zugehört, weil ich... Was habe ich dabei gemacht? Eine E-Mail gelesen bezüglich... Ich zeige euch euer Zimmer. Nee, warte, nicht eine E-Mail gelesen. Ich habe eure Kommentare gelesen. Ich habe da nur so ganz dieses typische, ja. Ah, ja. Und einfach nur durchgenickt. Lasst mich immer wissen, noch knallerheiß. Noch etwas braucht. Gegessen bzw. Essen gekauft haben wir. Essen wir erstmal die Kohlsuppen auf. Oh ne, ich habe zu viele Kohle. Immer Pferdehüften. Boah. Pferdehüften sind verspeist. Jetzt kann man sich noch einen Nachtisch gönnen. Nehmen wir eine Sahneschnitte, einen Süßkuchen und Würzwein. Reicht nicht. Ein Apfelkuchen? Sehr gut. Da will man einer sagen, das Drachenblut ist nie was. Wobei, kennt ihr diese Videos, diese, ist das schon Satire? Wird sich auf jeden Fall drüber lustig gemacht. Das ist, glaube ich, nicht Satire, nein. Das ist, fällt das schon unter die Kategorie Satire? Könnte, doch. Könnte. So dieses typische Video Bandit gegen Drachenblut. Und dann, also Real Life, RP. Wie heißt das nochmal? Live Action RPG. LAPA heißt es, glaube ich. Stellen die das so nach aller Skyrim. Und das Drachenblut kämpft gegen den. Gegen den Banditen und was passiert? Er verliert doch ein bisschen mehr Leben, als er dachte. Warte. Und packt dann erstmal aus. 85 Kohlköpfe und fängt dann die zu fressen. Dann geht's so 2-3 Schlagaustausche weiter. Moment. 200 Kartoffeln. Nom. Richtig dumm. Da musste ich gerade dran denken irgendwie, als ich gesagt hatte, das Drachenblut wird ja nie was essen. Früher hat man das gemacht, wenn man keine Tränke mehr hatte. Da hat man sich die ganzen Kohlköpfe reingezimmert. Im Menü. Ja? Werfe der Erste den Stein, der es nicht gemacht hat. Also ich war auf jeden Fall voll dabei. Da habe ich auch immer, das was ich aber auch immer noch mache, gerechnet. Wie viel, da vorne schon die Trommel, wie viel wiegt ein Gegenstand und wie viel ist der wert? Und hatte mir dann lange Zeit die Faustregel gegeben, ein Gegenstand muss mindestens das Zehnfache an Wert haben, was er wiegt. Eisenschwerter, Eisenrüstungen, alle eigentlich davon fallen durch. Die sind zu schwer, beziehungsweise geben zu wenig Geld für das, was sie wiegen. Eine Eisenrüstung ist ja also hier dieser Korpus, der Brustpanzer, der Harnisch, der wiegt ja, soweit ich weiß, 30 und ist wert 125. Also ganz knapp ein bisschen mehr als das Vierfache oder 120, dann ist er sogar nur das Vierfache, irgendwas so in die Richtung. Der wurde nie mitgenommen. Stahlrüstung auch nicht. Die waren zu schwer, haben nicht genug Geld gegeben. Ja. Aber es gab bisher, das ist hier tatsächlich der erste Spielstand, wo ich selber sage, außer Alchemie-Materialien, Schmiedematerialien, also Handwerks-Items und... Junge, was ist denn das für ein fettes Teil? Ich will jetzt gerade noch die Pilze sammeln. Also außer Handwerksutensilien und Edelsteine wird nichts mehr aufgesammelt. Das habe ich vorher echt fast noch nie gemacht. Ich habe immer dann noch sowas wie... Oh, das Item hat über 100-fachen Wert. Genau, 100-fach war irgendwann, glaube ich, mein
mein Maximum. Alles ab 100-fachen Wert habe ich dann mitgenommen. Diademe sind ja auch schnell dabei. Ringe. Okay, die sammle ich halt immer noch ein. Das hat aber damit zu tun, weil es Schmuck ist. Und Schmuck fällt unter die Kategorie Reichtum. Macht und Ruhm. Reichtum, Macht und Ruhm. Hier ist ein Schlüssel und ein Tagebuch. Und hier ist ein blauer Strahl. Agrius. Sein Tagebuch liegt da vorne. Agrius, ich will die... Danke. Renn. Hm? Und hier ist noch jemand. Vidgrot. Naja. Die hat's zerpflückt. Und hier haben wir das Tagebuch. Was steht denn drin? Hätte nie gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem man uns aus der Bande der vorgehaltenen Messer verstoßen würde. Zumindest müsste der Sturm unsere Spuren verwischen. Vidgrot, Ren und ich haben für die Nacht Zuflucht in einer Höhle gesucht. Hier scheint es eine alte Ruine zu geben. Wenigstens sind hier keine Draugr. Vidgrot und Ren wollen sich beide für eine Weile hier niederlassen. Und vielleicht ein paar Leute überfallen. Das sollten sie doch besser wissen. Die Straße ist verlassen, besonders zu dieser Jahreszeit. Oben im Norden gibt es viel bessere Orte. Aber sie scheinen wild entschlossen, hier zu bleiben. Wollten mir nicht mal helfen, als ich heute auf die Jagd ging. Dann verstimmt ihr nicht. Ren hat kein Wort gesprochen, seit sie heute Morgen aufgewacht ist. Und starrt immer nur leer vor sich hin. Vidgrot ist auch nicht viel besser dran. Sind sie krank? Von so einer Krankheit habe ich noch nie gehört. Ich würde ja von ihnen weggehen, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Mir ist, als würde mich etwas zurückhalten. Was ist das nur für ein Ort? Wir sind nicht allein. Ich kann ihn jetzt hören. Jemand, der in meinem Kopf spricht. Alt, mächtig. Aldir, so heißt er. Er will etwas von uns. Braucht uns, damit die Magie funktioniert. Ich habe versucht wegzulaufen, kann aber nicht, genau wie sie. Ren ist zuerst gesprungen, auf ins Grab. Das ist es, was der Meister will. Blut, Opfer, die Macht wieder zu leben. Seine Magie, ich spüre, wie sie in meinem Blut pulsiert. Er schwächt uns, bald werden wir ihm dienen. Unsere Körper, unsere Seelen, genau wie die anderen. Sie warten. Nun bin ich an der Reihe. Ja, okay. Gucken wir uns an. Als allererstes Mal Fackel. Ja, wie so oft in einer alten Gruft scheint es hier auch einen Geist der Vergangenheit zu geben. Er versucht, wieder ans Leben zu kommen. Sei es ein Totenbeschwörer oder. Othema hat das ja auch mal versucht. Aber bei ihr war das Ganze viel hochtrabender gemacht als das hier. Also bisher. Der Eingang ist ja jetzt hier so ein... sagen. 0815 Gammeleingang irgendwo in der Wildnis. Ihr seid hier nicht willkommen. Warum nicht? Aua! Er kann doch nicht mal was, der Geist. Ui. Vorsichtig, ja? Der Pfeil kann auch mal ins Auge gehen. Bam! Schlitz. Oh, Elfenpfeile, die gefallen mir. Hoppala. Ist das der Haldir? Ist der schon so tief in deren Köpfen drin, dass er sogar in den Geistern von denen rumschwirrt? Oh. Ja, also Potemas Eingang, der war ja auch mitten im Tempel der 9 eigentlich, der ja dann zum Tempel der 8 wurde. Weil ja die Anbetung Talos verboten ist aktuell. Und, okay, hier ist das. Im Tempel der 8 einfach mal ein Eingang zu seinem privaten Geheimgang. Ohne dass den einer ewig lange bemerkt.
Das ist schon bemerkenswert. Aber Potema war ja auch eine bemerkenswerte Person, sonst hätte sie nicht eine Buchreihe mit 8 Bänden in Skyrim bekommen. Ja, ja. Entspann dich, ja? Ich kann dich auch anfangen zu flamen. Du bist so durchschaubar. Ich kann glatt durch dich durchsehen. Ha! Siehst du, wie fühlt sich das an? Nicht gut, ne? Warum schreit er jetzt nach hinten weg? Das hat doch gar keinen Sinn gemacht. Warum schreit er mich nicht an? Zombie erwecken brauche ich nicht. Okay. Okay, hier ist keiner mehr. Ruheloser Trauger. Oh, Begräbnisurne. Schön, schön, schön. Ich hoffe, davon gibt es mehr. Da vorne ist noch eine normale Urne, aber die gefällt uns auch. Wo sind mehr davon? Oh, kaputt, Mist. Ah, da ist noch eine. Ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, aber mit Juwelengespür echt klasse. Aha, ist das schön. Wie geht das jetzt auf? Hier ist ein Zweihänder. Hinter dem... Ah! Hinter dem Thron war ein Hebel. Da müssen wir rein. Aua. Und jetzt? Er hat das nichts gebracht? Ach, hier ist so eine Rätselfalle. Ah. Hier. Hier sind so ein paar Zeichen. Oh. Moment. Ich kümmere mich eben um dich, ja? Weg mit dem Fuß. Oben mit dem Gesicht. Und da scheppert's. Ich hab mal wieder... Doch gerade einen Gegenstand aufgenommen, der keinen Namen hatte. Wir haben nicht viele Schlüssel. Nein. Ich habe keine Ahnung. Also hier sind Schlange, Schlange. Hoppala. Ihr gehört mir. Die gucken mittlerweile nur noch zu, wie wir die wegmachen. Finde ich auch okay. Nein. Ich weiß ganz genau, dass hier ein Geldbeutel ist. Okay, also. Hier ist nichts drin. Hier ist nur der Schalter. Hier sind Flattermann. Also Vogel. Das haben wir. Hier soll Schlange sein. Haben wir auch. Nee, will ich noch nicht. Und hier ist Fisch. So, jetzt müsste das doch aufgehen. Ah! Wunderbar. Müssen wir noch eben kurz hier hinten. Isolierte Drachenhandschuhe. Ich glaube, die habe ich noch nicht, oder? Ach, ich bin gerade überfragt. 8 Gewicht. Kann ich selber erstellen. Lassen wir. Aber die Isolierten, jetzt mal gerade aufs Gewicht geguckt. 8 Kilo, ne? Die isolierten Drachenhandschuhe wiegen 8 Kilo. Und eine Drachenschuppe alleine, die bestimmt da drin auch verarbeitet ist, wiegt schon 10. Ein Drachenknochen 15. Gut, dass nicht das Rohstoffgewicht 1:1 in den Gegenstand überwandert. Da hätte man ganz schnell schon keinen Platz mehr in der Tasche. Okay, direkt wieder eine Truhe. Schaffen wir schon.
Sag ich ja, dass wir das schaffen. Okay, das war ein 150er Trank. Geht's schon weiter. Nett. Wieder mehr Pilze. Wenn man mal so viele Pilze beim Pilzesammeln im Wald finden würde, ey. Jetzt komm mich mit, wo gehst du denn in den Wald? Da sehe ich immer Pilze. Ich meine die Pilze, die ich gern hätte, wie Steinpilze. Aber sind nicht alle. Movist ist auch cool. Oder auch gesagt, der Schnitzelpilz. Moin. Bam! Und das Stöhnen der Geister danach ist nicht so cool wie der Finisher selbst. Aber das gehört leider dazu gerade. Okay, da geht's wahrscheinlich weiter. Aber ich weiß, hier hinter dem Stolperdraht wird... wird noch ein kleiner Schatz sein. So, ich habe ja am Anfang gesagt, dass diese kleine Höhle hier ja irgendwie voll mickrig ist und voll peinlich. Die ist ja doch größer, als ich das zu Anfang gedacht habe. Wir schaffen das gar nicht mehr in dieser Folge, die fertig zu machen. Bedeutet, wir knacken jetzt noch diese Truhe. Dann ist Feierabend. Und dann ist morgen schon Silvester. Mensch. Ich hoffe, ihr habt alles eingekauft. Mich würde auch mal interessieren, habt ihr ein Ritual, wie zum Beispiel zu Weihnachten? Also wir hatten ja schon über die Knaller gesprochen, ne? Ich bin ja mehr so auch der Favorit Kinderknaller mittlerweile. Sind cooler, weil nicht so laut. Tischfeuerwerk finde ich tatsächlich nicht so geil, weil es super viel Dreck macht. Aber essenstechnisch. Also wir sind wahrscheinlich dann jetzt dieses Jahr... Aktuell will er ja noch nicht, will mein Sohn ja noch nicht auf die Welt kommen. Oder schon dran gewesen wäre. Sind wir wahrscheinlich bei meinem Schwager und dann wird wahrscheinlich, der eine macht, keine Ahnung, Chicken Wings, der nächste macht Hackbällchen, der andere macht Kuchen oder wie auch immer. Und dann bringen alle ein Blech zu essen mit und dann stellt man es hin und alle können sich was nehmen. Und auch immer Gemüseplatten, die sind ganz wichtig. Rohkostgemüse ist mit das Beste. Weil es am längsten gefressen wird. Das ist auch das Einzige, was immer leer ist. Was macht ihr so? Würde mich mal interessieren. Gut. Nicht vergessen, heute ist der letzte Tag einzukaufen, wo ihr noch einkaufen könnt. Haut rein, bis nächstes Mal. Tschüss.